Okay, da komme ich nicht hoch. Von wegen ja überall hochklettern oder so, ne? Hm? Natürlich, alles verarsche gewesen. Ich wusste es. Da oben ist der lila. Oh, das ist sogar Momo-Schädel. Das ist immer schön. Ika-Bunker. Ika-Bunker vor allem. Oh mein Gott. Puzzle. Danke. Jinjo. Damit haben wir die Jinjo-Familie. Nicht Familie. Die Jinjo-Truppe zusammen erstmal. Okay, dann sammeln wir erstmal die restlichen Noten hier ein. 78, 79. Ja, 10 können wir alle gut. Vor allem ich, sehr gut. Eigentlich Mathe ist eigentlich einer meiner guten Fächer. Eigentlich. Es hat auch ein bisschen nachgelassen in der 10. Klasse, aber naja. Das ist so die Lustlosigkeit und bäh. Eine Körperberechnung ist sowieso das Beschissenste. Oder Geometrie allgemein, aber naja, gut, Themawechsel. Puzzle Nummer, ich glaube 9, ne? Na, was sagst du? 9 oder 10? 9 oder 8? 9. Na okay, schon gut gewesen. Wie viele? 98? 89? 91? Okay, da haben wir auch bald die 100, ne? Du solltest... Okay, sehr interessant, was du mit mir machst. Warum machst du sowas mit mir? Genau. Nimm mich ruhig. So. Genau, die Tasten drücke ich alle gar nicht. Aber das ist ja dem Spiel egal, ne? Hm? Natürlich. Okay. Eigentlich ist hier was anderes geplant, aber ich mache es natürlich komplett falsch. Wie man schön gesehen hat. Eigentlich kann man da auch schön Descent von ihm runterrutschen. Aber eigentlich ist es gedacht, da mit der Ameise lang zu latschen. Ameise fragen sie vielleicht einige. Ja, die kommt gleich auch noch als Dingsbums. Aber dafür muss ich erstmal den Momo-Schädel finden. Und da frage ich mich gerade, wo finde ich den nochmal? So. Damit haben wir die Honigwabe auch. Okay, gut. Ein Schädel fehlt uns noch. Ein Schädel fehlt uns noch. Wo finden wir den? Wo finden wir den Schädel? Ich hatte sie nutzt auch alle. Ich frag mich eigentlich, ob jemand das Ganze von Skype sieht. Ob, von Skype ist ja schon von Steam, ob da jemand gerade dieses Spiel spielt oder das Spiel, weil das ja immer für eingeblendet wird. Frage ich mich, ob das eingeblendet wird, aber ich denke mal nicht vielleicht. Oder doch nicht. Der Stalker. Achso, da oben konnte ich auch noch hin, ne? Nee, warte mal, hier oben war ich schon. Ah, scheiße. Habe ich irgendwie jetzt alle Moves? 1, 2, 3, ja. Jetzt die gute Frage, wo finde ich den anderen Schädel? Schädel, wo finde ich dich? Aber... Wo finde ich den Schädel? Jetzt sagt mir nicht, jetzt liegt... Moment. 4 Schädel, ja. Sagt mir jetzt aber nicht, es liegt irgendwie am Schädel. Dann latsche ich erstmal hier nochmal ganz gemütlich lang. Da hatte ich ja vorhin unten eins gefunden. Ein Schädel. Vielleicht finde ich da hinten noch einen. Vielleicht aber noch. Nee, rausgehen will ich gar nicht. Das meide ich erst recht, weil wenn man rausgeht und so, fängt man eigentlich vom Neuen an wieder hier an dem Level. Also, von der Notenanzahl und alles, damit man neu. Das heißt vor den, ja, dein Best-Dingsbumster, Score, Rekord, wie auch immer. Ist so viel Noten und so, was eigentlich voll desinteressiert, desinteressiert, was kein Interesse zeigt bei mir. Okay. Hab ich vielleicht was bei dem Kollegen hier vergessen und gesehen? Okay, der schmeißt bestimmt gleich fröhlich auf mich wieder, ne? Nein, hier ist auch keine Null, kein Schädel. Oh Mann. An irgendwas muss es ja immer scheitern, ne? An irgendwas muss es doch immer scheitern. Okay. Die Note in den Turm habe ich. Note sei schon. Ah. Ja stimmt, da oben war ja auch einer, ne? Okay, den kann ich auch abhaken, also. Vielleicht hier irgendwo vergessen übersehen. Hm. So wie es aussieht, nicht unbedingt, oder? Hier auch nicht. Nein, eigentlich überhaupt nicht, ne?
Also ich habe jetzt keinen gesehen. Da habe ich den Schädel eigentlich auch schon aufgesammelt gehabt. Oh, fuck. Wo? Ach, hier ist er. Dankeschön, mein kleiner Schädel. Okay, den können wir also zum Mumbo und uns verwandeln, so Terminator-Style. Terminator-Style schon, ja, Transformer-Style. Was mich irgendwie an mich erinnert, aber naja, gut. Rein in den Mumbo-Schädel, damit wir mit dem schlauen Schamane reden können. Nee, erstmal ihn aufwecken können. Hallo, aufstehen. Ah, wenn schon viele Schädel haben. Stellen auf Totenschädel und dann B drücken. Und Mumbo machen Zauber wie Copperfield. Okay. Okay, damit sind wir Spider. Mumbo machen kostenlose Rückverwandlung. Kommen wieder, wenn fertig. Okay, machen wir doch gerne. Ah, gut, Zauber für erstes Mal. Keine Ahnung, weiter. Das habe ich damit auch schon überlesen. Also, bin ich auch rausgegangen. Okay, wir sind Spidey. Also, Spidey habe ich sie damals genannt und ich werde sie heute auch wieder Spidey nennen, ne, Spidey? Mal gucken, ob du dich diesmal mit mir intelligent anstellst, Spidey. Weil sonst gibt es dich gleich in der Pfanne. Verrückt mit einem Ei und irgendwie irgendein Gewürz. Aber nein, ich bin keiner, der Spinnen isst. Das könnte ich mir bei vorstellen, so Spinnen, bäh. Einige meinen ja immer gerne, oh, das leckt, ja, schmeckt lecker. Aber ich, nee, bäh. Spinnen, allgemein, Käfer, Ungeziefer, bäh. Okay, gut, das hat schon mal besser geklappt als damals. Spidey, geh mal, groß Spidey, geh weg. Hi, wo hast du den geilen Shorts? Ach, leck mich. Die geilen Shorts her, ja. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Das ist nett und schön zu wissen. Spidey, du machst dir keine Freunde. Du machst mich gerade als Feind wieder. Wenn du wieder die Masche anfängst. Weil es auch damit so gewesen, dass ich immer runtergefallen bin. Aber okay, diesmal. Also irgendwie alle zwei Anläufe klappt, oder? Gibst du mir deinen coolen Rucksack? Niemals, ist meiner. Gibt's nicht. Oder doch? Niemals. Okay, wir sind draußen und haben... Spidey, du hast dich gut angestellt. Bekommst dafür extra Leben. Gut. Den klettern wir ganz schnell hoch, sammeln das Puzzleteil und verabschieden uns raus aus der Welt. Damit haben wir 10 Puzzleteile. Eine Melodie sagt, wir haben 100% dieses Levels. Weil wenn wir mal gleich schauen... Wenn wir uns zumindest zurückverwandelt haben. Also ich muss sagen, ich habe das gut geschafft in der Zeit, wo ich es nehmen wollte. Ich glaube, das sind jetzt nur 30 Sekunden, 30 Sekunden oder 30 Minuten oder so. Achso, ja, ich muss B drücken. Oder 45, wie viel waren das jetzt? Nee, warte mal, vielleicht auch eine Stunde. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das jetzt bis zu 21 Uhr geschafft, weil ich wollte eigentlich. Das ist gut. Gut, wir gucken, 100%, ja, gut. Dann gehen wir mal raus. Gut, dann wollen wir mal ganz schnell abkürzen, ne? Das war keine unbedingte Abkürzung, aber naja, gut. Autsch! Wieso? Moment. Ja. Okay, du musst es daran glauben, tut mir leid, das ist nichts Persönliches, aber es liegt daran, du warst gerade im Weg und du bist lila. Und lila sagt Feind. Okay, eigentlich nicht. Gut. Grundjeder hat euch daran gehindert, alle Noten zu sammeln, aber die 100 gesammelten Noten werden als Bestleistung gespeichert. Versucht, alle 100 Noten jeder Welt zu sammeln. Ihr braucht die Noten, um weitere Türen zu öffnen. Danke. Geöffnet ist die Tür zur Welt. Habt ihr Angst und Hass bestellt? Natürlich haben wir das nicht. Gut, die Welt haben wir damit komplett. Ich weiß zwar bis heute nicht, wie man da hochkommen soll. Weil einfach mal so hochspringen, hochbacken ist ja auch nicht, ne? Was eigentlich schade ist. Ich denke, man kann irgendwie fliegen. Okay. Oh, hallo Spinne. Okay, wir gehen erstmal noch das andere Puzzle machen, oder? Oder ja. Oder nein. Oder doch. Oder nein. Oder doch. Oder nein. Oder doch. Oder doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, nein.
Ach, Moment, hier ist Maulwurf. Diese Tür hat Gothilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mach sie auf, Opa. Sei nicht so frech. Um die Türen zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Ach, was du nicht sagst. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Danke. Hab ja eben auch ein paar auf die Nase bekommen, aber naja, trotzdem danke. Natürlich tanzen wir erstmal noch so, ne? Ich könnte ja Webcam anblenden und da auch so tanzen, aber nein. Schlechte Idee. Sonst fordert es jemand noch einmal. Willkommen in Jammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Oh, natürlich. Haben wir Angst. Okay, eine Sprungfederplatte. Diese Sprungplatte dient Kazuis Dingsbums. Funktioniert. Okay. Mal gucken, wer das ist. Hallo, meine Helden. Ich bin Brentilla, Gruntildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Gruntilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drückt B, wenn ihr etwas über Gruntilda hören wollt. Oh, meine Stimme. Das passt ja gar nicht. Gruntilda putzt ihre Zähne mit Fledermaushaut. Okay, gut. Ihr Haar wischt sie mit dem Motoröl. Okay, gut. Ihre Kleidung holt sie sich aus dem Siggy Maggies Boutique. Letztens war es irgendwas mit Discounter, Hexendiscounter, ne? Du Lügnerin. Wieso lügst du mich an? Hä? Warum lügst du mich an? Jetzt mal ehrlich, warum lügst du mich einfach so an? Okay, wir gucken mal, was hier so... Ach nein. Wenn das Spielchen ist, dann aus, reise ich dem Vogel die Federn aus, heraus. Okay, gut. Okay, damit haben wir auch diese Tür geöffnet. Drescher Trove Cove. Okay, das ist das beste Englisch, was es gibt. Drescher Cove, den Trove Cove, keine Ahnung. Mann, Stimme macht mich jetzt nicht fertig. Also die Schwester darf ich auf jeden Fall nicht so sprechen. Das geht ja sowas von nicht auf die Stimme. Dann werde ich morgen mit Halsschmerzen in die Schule gehen und dem Wochenende feiern. Nicht feiern, ja, doch. Also nicht unbedingt das feiern, sondern halt feiern des Wochenendes. Okay. Gehen wir mal hier hoch, schnuppern. Eine Tür. 180 ohne weitere Noten. Der Durchgang verwehrt. Gut, gut zu wissen. Dann gehen wir jetzt Richtung Drescher Cove, Trove Cove. Und würden... Moment, da war doch irgendwo eine Schwester, oder? Nee? War hier nicht noch eine Schwester? Okay, auf jeden Fall, das ist Drescher Trove Cove. Oder Drescher Trove Cove. Keine Ahnung, ich kann das nicht so gut aussprechen. Mein Englisch ist sowieso für den Arsch. Okay, das war die erste Aufnahmesession alleine. Die nächsten werden hoffentlich mit Gastkommentatoren sein. Mit Prominenz gestrickt natürlich auch mitunter. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, die Aufnahmen waren in Ordnung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bla bla bla. Kommentieren und alles. Ciao.